Dann haben wir Tomb Time. Tag, Leute. Dingodile heiße ich. Und ich habe von Uka Uka und Cortex den Befehl, ihnen die Kristalle in den Eiszeiten zu bringen. Also her damit und verschwindet, oder ich mache euch fertig. Da kam der Dingodile. Ja, Tomb Time. Ein ägyptisches Level. Und hier brauchen wir nichts einsammeln. Bis auf den Kristall, logischerweise. Aber die Kisten können wir nicht machen. Dafür brauchen wir den lilanen Edelstein. Der kommt, so ungefähr bei der Hälfte des Levels, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen später als Hälfte, aber... Hier haben wir Vasen, wo kleine Affen drin sind, die uns abwerfen. Die Scheinwerfer, da kommen dann an der Seite Pfeile raus. Oh Gott, ja wahrscheinlich, oder? So, hier holen wir uns die Akku und hier brauchen wir halt diesen Edelstein, der da drauf abgebildet ist. Er hat's nicht gemacht. Ja, gut, jetzt haben wir eine Akku verloren. Wir haben aber immer noch eine, wenn wir die holen. War eigentlich so, als hätte ich gar nichts gemacht, so, ne? Hätte ich mir also sparen können. Na komm, slide. Die Flammenwerfer sind auch ziemlich fies, aber man kann ihn doch schon sehr leicht ausweichen. Sie sind nicht so wie im zweiten Teil, ne? Das kann ich schon mal sagen. Sind auf jeden Fall nicht so scheiße wie im zweiten. So, und jetzt Midnight Run. Das nächste Tiger- und auch letzte Tiger-Level. Das nächste und letzte, dann war es das leider schon. Die Level, die am coolsten sind, kommen natürlich am wenigsten, logisch. Nein, die bringen echt Spaß. Und es ist wirklich schade, dass halt ne, nicht so viele davon drin sind, aber... Aber ich kann damit leben. Na... Okay. Was ist denn jetzt los? Ich bin doch über ihn drüber gesprungen. Ja, ich habe schon wieder das Gefühl, dass der, ne? Na. So, hier springen. Um die Kisten zu bekommen. Gott sagen, ich sehe ihn nicht. Gib mir den Checkpoint. No way. Ich dachte, ach, nein. Ich bin halt über ihn rüber gesprungen. Noch, Mann.
So, jetzt aber. Wir haben auch alles. Ja, und dann sind wir auch schon wieder beim Boss. Dingodile ist sehr leicht, weil es hier auch wieder einen Trick gibt wie bei Tiny Tiger. Okay, jetzt reicht's aber. Das sind meine Kristalle. Ich will mal die Butter. Ich will Toast. Also mit Trick ist es halt, du kannst diesen machen, um halt über seinen Kram rüber zu springen. Normalerweise kommst du da so nicht rüber. Ne, mit dem oder dem Slide Jump kommst du nicht rüber. Aber mit diesem Sprung kommt man rüber. Und halt auch wieder zurück. Man kann trotzdem getroffen werden. Von ihm. Vom Feuer, weil er schießt genau dahin. Also stehen, nur stehen bleiben bringt nichts. Wir werden sehen, ob es viel Schlimmeres ist. Und wir haben den Doppelsprung bekommen als Fähigkeit. Ja, und das war Welt 2. So schnell geht's. Zwei Welten geschafft. Ich wollte eigentlich... Wir haben 21%. Ich wollte eigentlich speichern. So, speichern wir mal. Ja, und dann auf Welt 3, ne? Wobei Welt 3 ist schon wieder... Ja. Na, für zwei flauschige Beuteldachse habt ihr es aber weit gebracht. Ich bin Dr. Nefarious Troppy, Herr über die Zeit und Schöpfer der Zeitstrudelmaschine, die ihr vor euch seht. Uka Uka und Dr. Cortex haben mich geschickt, um diese Farce zu beenden. Ihr werdet mein Gebiet nicht mit den Kristallen verlassen. Das schwöre ich. Auch hier können wir nicht alles holen. Wenn man den, wie angesprochen, ne, den gelben braucht man hier. Und da gibt es halt jetzt Kisten, nicht wie im ersten Level beim roten. Da kann man das so beenden mit den Kisten, aber ja, jetzt halt nicht. Weil bei dem Weg, wo der gelbe ist, der ist hier schon, da gibt es auch Kisten und deswegen können wir das nicht machen. So, dann gibt es hier einen Dino, den wir reiten können. Der kann hoch springen und zerstört die Kisten eigentlich so ganz krass. Und er kann schnell durchs Gras laufen, was wir nicht können. Und ja, wir können natürlich getroffen werden, einmal for free so gesehen. Ist halt wie Yoshi aus Mario, kann man sagen. Nur, dass man den Dino nicht wieder aufheben kann, so gesehen. Wenn man getroffen wird, kann man ihn nicht wiederholen. So, und dann geht's wieder ans Zurücklaufen. Man hat das Level schon am Design erkannt, dass es so ein Level ist. Man muss es halt erst am Ende, ne? Oh shit. Da habe ich aber doch meine Akku verloren.
Aber das war's schon. So, Level 12 kann spaßig werden. Deep Trouble. Das kann ganz spaßig werden. Das ist nicht ganz einfach. Ich werde es natürlich irgendwann schaffen, ob wir es jetzt First Shrine. Bin ich mir tatsächlich unsicher, aber ich denke schon, ja, wieso nicht? Hier sind irgendwie Haie, genau, da ist ein Hai und da kommt gleich noch mehr. So, wenn man hier natürlich in die Röhre reingeht, verliert man es automatisch. Shit, habe ich nicht mehr geschafft. Man kann es schaffen, aber ich war zu spät. Die Kugelfische sind halt auch ziemlich nervig manchmal. Geht jetzt auch oben rum. Ja, und hier können wir auch alles sammeln. Ja. Also wirklich alles, alles. Wir können Edelstein, roter Edelstein und Kristall sammeln. Bin gespannt, ob ich das schaffe. Ja, das hätte halt nicht sein müssen. Aber bei den Teilen stirbt man, deswegen warte ich hier natürlich. Man kann hier halt von fast allem sterben. So, und hier ist das Wichtigste unten rechts. Den killen wir, weil der kann mich auch noch später killen. Denn wir müssen hier wieder zurück. Aber erstmal müssen wir ganz hinten zum Ende des Levels. Checkpoint aktiviere ich mal. Besser ist das. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch brauchen. Also für hinten. Dann noch eine Truhe war. Eine Truhe, jetzt sage ich schon Truhen. Ah ja. Wir können natürlich die Gegner alle killen, das ist ziemlich entspannt. Und wir können natürlich jetzt noch zurück damit. Das ist ja wie ein Free-Hit so gesehen, ne? Wenn ich jetzt mal da getroffen werde. Und natürlich geht es auch ein bisschen schneller, logisch. Davon auch getroffen werden, aber es trifft uns nicht mal. Oh, das war knapp. Ja, und jetzt kommt hier die TNT-Kiste und die TNT-Kiste hittet die andere TNT-Kiste und so kommen wir hier durch. Genau. Und hier ist auch ein Checkpoint. Ja, bis jetzt läuft's gut. Die Kugelfische muss man aufpassen und natürlich die Nitro-Kisten meiden. Auch hier Nitro-Kisten meiden. Shit. Shit. Damit sind wir da schon mal durch. Und das Level ist auch nicht mehr lang. Oh, das war tatsächlich auch ziemlich knapp. Die TNT ist mir fast auf den Kopf gefallen. 10 Kisten noch. Aber wir haben noch eine... Als ob, hä? Ich hab doch... Okay. Fairness. Es ist halt echt nicht mehr lang, das Level.
Ach Mann, es war auch klar. Es war auch klar. Ich mag sie auch einfach nicht. Ich hasse diese Stelle. Da hochzukommen ist einfach scheiße. Dann ist man halt zu weit rechts, dann ist man zu weit links. Oh mein Gott, das war so knapp wieder. Habt ihr gesehen, wie sie mich das eingezogen hat auf einmal? Ich war da, bin nach rechts. Und auf einmal hat es mich eingezogen. Okay. Auf einmal dachte sich der Strudel, doch, komm mal her, ne? Dich will ich haben. Ich weiß gar nicht, ob man nach unten durch kann. Okay, ich bin nicht nach rechts, sondern nach links. Jetzt kriege ich sogar noch eine Mitleids-Akku. Ja, dann schaffen wir das jetzt. So viele Probleme hatte ich, glaube ich, an der Stelle schon lange nicht mehr. Ja, das war's eigentlich. Hier ist Ende jetzt. Jetzt müssen wir noch hier drauf warten. Und dann aktivieren wir das, kriegen den und da hier ist der rote und dann ist da Ende. Aber okay. Macht ja gar nichts. High Time. Ein Lilanen gibt's hier. Genau, der Lilane, der. Ihr hartnäckigen kleinen Ratten wollt also nicht aufgeben, was? Dann sammelt mal schön weiter Kristalle und wartet ab, was ich tun werde. Der Todesweg ist hierfür erforderlich. Im Hinweis steht es schon. Ich wollte es eben eigentlich schon sagen. Aber der Tropi hat mich unterbrochen. Der Tropi ist tatsächlich ein ziemlich cooler Boss. Ich mag den. Er ist nicht schwer. Aber die Idee halt dahinter ist ziemlich cool. Und dieses Level auf Zeit. Ach Mann! Dieses Level auf Zeit ist wahrscheinlich eins der schwersten, wenn nicht sogar das schwerste, also für mich zumindest. Oh mein Gott, ich darf nicht sterben. Na, Todesweg ist nicht sterben. Aber die Plattform ist ja auch gar nicht so weit entfernt. Da ist der Kristall, den habe ich auch schon ein paar Mal übersehen tatsächlich. Jetzt fragt man sich wie, aber na, man kann es schon schaffen. Indem man halt einfach von Teppich zu Teppich springt und nicht mit dem Teppich rumfährt. Ja, hier brauchen wir natürlich auch unseren Doppelsprung, um an die ganzen Kisten zu kommen. Und den Bauchklatscher natürlich auch. Ach komm. So, jetzt darf ich natürlich nicht das verkacken, auf den Teppich zu springen. Aber wenn man jetzt, ne, hier drauf springt und gleich auf den nächsten und dann zum Checkpoint springt, das werden wir auch auf jeden Fall machen bei der Zeit. Jetzt haben wir sogar eine Akku und da ist auch schon der Todesweg. Und wir gehen jetzt erst. Oder war das hier? Das war hier, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier war. Nee, das war hier nicht. Das war im anderen Level. Ja, das war mal im anderen Level.
Gehen wir erstmal wieder runter und hier rauf. Das andere Level dauert zwar noch ein bisschen. Aber da müssen wir erst nach oben. Also man muss es nicht, aber es ist halt viel schlauer, das so zu machen. Aber ja, darauf kommen wir dann erst, ne? Später zu. Klar, logisch. Logisch. Der Todesweg war, glaube ich, nicht schwer. Habe ich zumindest nicht schwer in Erinnerung. Wir machen das so ganz gemütlich, auch wenn der Scheißteppich ewig braucht. Ja, und wir beenden das Level, ob wir es nicht, weil wir schon angefangen haben, die ganzen Kisten zu sammeln. Wir haben ja schon 58 jetzt. Ach komm, bitte. Er macht halt eher einen Doppelsprung, als auf die Scheißkiste zu gehen. Okay, tschüss. Bye bye. Ja, wahrscheinlich schafft er den Sprung nicht, oder? Man muss halt echt so oft slide jumpen, das ist unglaublich, Mann. Man kann es natürlich auch so machen, wenn man gerade schlechtes Timing mit dem Teppich hat. Ja, müssen wir mal gucken, wie das in der Zeit so klappt. Im Zeitmodus. Vielleicht wenden wir das da auch an. Ist die TNT hochgegangen? Ja, ne? Ja, ich bin wahrscheinlich nicht hochgesprungen, oder? Warten wir nochmal auf die. Er stirbt sogar mit, weil er ein Idiotenaffe ist. Oh ja, wir haben alles. Da sind die letzten zwei Kisten. Ja, und dann haben wir auch schon das 13. Level zu 100% fertig. Ja, zu 75. Die Relikt fehlt noch. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Crash Bandicoot Insane Trilogy Parts. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.